Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 auf meinem Kanal. Matze und... Nein, was mache ich denn hier, Alter? So, den haben wir. So, den haben wir auch. Den auch. Nein! Ich hab's wieder verkackt. So. Wir haben es nämlich in der letzten Folge das ja auch schon einmal gemacht. Und da sind sie uns auch bis zum Übergabeort gefolgt und das durfte nicht passieren. So, der ist auch weg. Ne, ich glaube, das war noch nicht der letzte. Wir schauen mal. Irgendwie ist da noch einer. Ah, okay. Haben wir es wohl doch geschafft. Mr. Clinton, where are you? We're coming up to GOH. Man, the cops is all over us. They slowed us down some. That's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio truck stop. Be here soon. The lawyer picks up at the Procopio truck stop. So ein geiles Auto. Ich komme. Bin gleich da. Ich kill einfach mal ein paar Leute. Einfach nur aus Lust und Laune. Okay, das war nicht so klug. Egal. Ein bisschen Spaß muss sein. So. Hey, I'm gonna speak to the legal counsel one. Get us paid. Yeah, I heard about that CEO pay shit. Just make sure it's fair salary for the workforce, motherfucker. Okay, I take your money, bitch. Hello, Franklin. Yeah, where Devin at? Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost cars and pop motherfuckers. Maturity is not really my fucking thing. Aww, ätzend. Where's my money, bitch? Trotzdem bestanden die Mission, aber wir haben kein Money bekommen. So, wo könnten wir als nächstes hin? Ich würde eben nochmal rüberwechseln zu Trevor.
Bevor da noch irgendwas schief geht. Moment. Nein, falsch. Hä? Warum lässt er? Franklin. What's happening, Lester? Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Let's see. His phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. Damn. Is he in the city, dawg? Shit, he could be in trouble, huh? I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, all right, homie. Look, send him to my aunt's crib, all right? Okay. Und wir sind natürlich wieder jetzt am Arsch der Welt. Wir müssen jetzt erstmal wieder dorthin. Das ist natürlich wunderbar. Nee, Attentat? Nee, da nicht. Hier müssen wir hin. Das heißt, wir müssen mega weit. Ich hoffe, vielleicht können wir einfach zu Franklin rüber wechseln. Und mit ihm dorthin. Der dürfte vielleicht ein bisschen näher dran sein. Lester Crest! I'm amazed you're still with us. Just barely. Look, Franklin needs to see you. He had some trouble securing payment on that last deal. He needs to find Michael. Oh, look, I don't know nothing about that, but if he had trouble getting payment, that's my problem too. I mean, I took half those cars. Fine, whatever. Just tell him you don't know where Michael is, but do it in person. He'll be at his old place on Forum. Wollen wir mal dahin cruisen? Vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin nochmal eine schnellere Karre. Das wäre auf jeden Fall schon mal grandios. Und wir sollten jetzt dorthin. Ja, wir sind ein bisschen näher dran jetzt mit ihm, aber nicht viel. Allerdings vielleicht, wenn ich jetzt wieder rüber wechsle zu Frankie Boy, vielleicht ist der ja mittlerweile schon weiter. Nö. Überhaupt nicht. Er ist auf dem Weg dahin. Egal, ich habe mit ihm ein schnelleres Auto, das heißt, wir fahren jetzt einfach mit ihm. Vielleicht überholen wir Trevor, ja? Auf dem Weg. Hiermit können wir schön durchziehen. Wenn wir eben kurz gucken, wie viel PS wir drauf haben. Wie viel Meilen. Oh, what? Das Auto ist aber ganz schön schnell. 110 Meilen. Läuft. Wow. Achso, ich muss nochmal, wenn ich schon dabei bin, muss ich nochmal das Ziel setzen, auch da drauf. Ja, warum will er mich umlenken? In die andere Richtung, das macht doch gar keinen Sinn. Das war knapp. Das war knapp, das war knapp. Gute Reaktion von dem Reh eben. Hätte ich dem Reh gar nicht zugetraut. Nein! Autsch! Wie, ich war nicht angeschnallt? Und er, Alter! Digga, das ist mein Auto! Mein geklautes. Der brettert das einfach über. Jetzt schneide ich aber auch mal an, Kollege. Kilometer, ey. Wir fahren quasi durch komplett Los Santos. Oder wie heißt der Kontinent allgemein hier? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall fahren wir sau weit.
Das war gut. Oh, da gibt's ein gutes Auto. Ich scheiß auf dein Auto, Lady. Für dieses Auto hier. Damit wir noch mal ein bisschen schneller vorankommen. Nein, das ist dieses geile Elektroauto. Was ich schon mal hatte. Das ist mega cool. Und leider kann ich die Anzeige überhaupt nicht richtig sehen. Ich glaube 100 ist hier die Top-Geschwindigkeit. Aber egal. Das Teil hat einfach eine mega geile Beschleunigung. Passt mal auf. Jetzt. Stillstand. Na, wobei. Ah. Geht. Hatte ich es besser in Erinnerung? Aber schon nicht schlechtes Auto. So. Cruisen, cruisen, cruisen. Steuert sich auch ganz gut. Bei Top-Geschwindigkeit noch so um die Kurve zu fahren, das ist echt Respekt. So, jetzt ist nur noch 4,98 Kilometer. Nein! Pisser, ey. Ich glaube, seine Frau ist verreckt bei dem Unfall. Ob so ein Elektroauto länger durchhält, wenn man es jetzt schrotten will. Wenn man Schrott fahren will. Als das normale Auto. Da könnte man eigentlich mal so ein Video zu machen. Welches Auto hält länger durch? Benziner oder Elektroauto? Welches ist schneller Schrott? Einfach nur von so normalen Crashs. Natürlich kann man auch einmal mit Abschießen ausprobieren. Wäre eigentlich mal ein interessantes Video. Los Santos. Oh, hier merkt man die Beschleunigung in der City. Phew, schon wieder auf Top Speed. Ups. Nein! Ich bin verreckt. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie viel Geld verliere ich denn von meinem Gesamtumsatz, Einkommen, wie auch immer. Und wichtig ist, dass ich jetzt nicht bei dem Krankenhaus da in der Wüste lande, sondern hier in der Stadt. Ja gut, das ist gut. Ich glaube, da bin ich meinem Ziel sogar näher gekommen. Ja, könnte sein, dass ich da noch ein bisschen näher gekommen bin. Aber ich habe das schöne Elektroauto verloren, das nervt mich. 5000 hat es gekostet. Alter, und was kommt mir entgegen? Ein Mini. Weißt du, kommt mir erst so zwei geile Schlitten. Erst so zwei geile Schlitten und dann ein Mini. Na egal, ich hole mir dieses Auto hier. Wehe, du fährst jetzt weg, du Arsch. So. Hä? Eben war doch die Tür auf. Da ist doch jemand eingestiegen und auf einmal ist da keiner mehr drin, oder was? Na egal. Naja, Leute, wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr GTA 5 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.